Am Sonntag kamen die 12 ehrenamtlichen Helfer des THW Frankenberg zurück aus dem Flutkatastrophengebiet im Ahrtal. Zugführer Michael Fröchtemich, zwei Gruppenführer und 9 THW-Mitglieder haben dort seit Donnerstag ehrenamtlich Dienst geleistet, auch bei den Aufräumarbeiten. Zu Hause hieß es dann erstmal rangieren und aufräumen, bevor es zu trinken und zu essen für die freiwilligen Helfer gab. Ein Schnelltest ist obligatorisch. Michael Fröchtemich, Einsatzleiter THW im Katastrophengebiet in Ahrweiler, zurück aus dem Ahrtal. Wie waren denn deine Eindrücke? Ja, ziemlich große Verwüstung durch das komplette Ahrtal. Dadurch, dass das so ein Talkessel ist, hatten die Menschen da keine Möglichkeit, vor dem Wasser zu fliehen. Großflächige Vernichtung des kompletten Ahrtals, kann man wirklich sagen. Straßen, die komplett weggerissen sind und eigentlich gar keine Infrastruktur mehr da. Also kein Strom, kein Wasser, nichts mehr. Das THW ist geschult, ausgebildet für solche Katastrophen, aber in diesem Ausmaß, da muss man sich auch als professioneller Helfer erstmal dran gewöhnen. Ja, das ist so. Es sind halt viele kleine Einsatzlagen, die eben in der Großschadenlage dann zusammenkommen. Also in einem Straßenzug hat man dann mal vorneweg 5 bis 10 kleine Einsatzstellen, die man bewältigen muss. Ja. Am Donnerstag ausgerückt, heute Sonntag wieder zurückgekommen, alle gesund und munter. Eine Truppe ist noch da, das ist die sogenannte Fachgruppe Räumen. Jawohl. Die baut eine Behelfsgruppe in Ahrweiler und wird irgendwann abgelöst. Genau. Wie ist das eigentlich zu schultern in so einem Ortsverband mit den Ehrenamtlichen? Denn auch die Arbeitgeber sind nicht immer gerne bereit zu sagen, ja, bleib mal eine Woche weg oder zwei. Also da muss ich einen Dank an alle Arbeitgeber aussprechen, die wir hier haben. Haben wir noch nie ein Problem mit gehabt, dass ein Arbeitgeber irgendwo ein Problem damit hat, dass ein Helfer in Einsatz geht. Ganz im Gegenteil. Die Arbeitgeber sind froh, dass sie solche Mitarbeiter haben, die eben die Möglichkeit haben, dann helfen zu können vor Ort. Nun sind die Einsatzkräfte relativ jung, ein oder zwei sind etwas älter. Gibt es eine Betreuung? Denn das ist ja, man muss ja vermuten, dass unter Trümmern zum Beispiel Personen noch liegen und so weiter. Gibt es nach dem Einsatz eine Betreuung, dass man die Leute damit nicht allein lässt mit der Situation? Ja, also das ist bei uns, fängt das lange vor dem eigentlichen Einsatz an. Also bereits während der Grundausbildung kommt das Einsatznachsorgeteam. Das heißt also, eine Lehreinheit im Endeffekt ist das Einsatznachsorgeteam, was im Vorfeld die Helfer schon auf solche Situationen vorbereitet und ihre Leistung im Fall des Falles dann entsprechend erklärt und erläutert, was da zu machen ist und wie da vorzugehen ist. Im Einsatzfall selber sind dann eben diese Einsatznachsorgeteams immer vor Ort und so erkennbar, dass der Helfer die jederzeit ansprechen kann. Ja. Ein Einsatz war unter anderem in einem Behindertenheim oder Wohngruppe von Behinderten mit 12 Toten. Da war nur noch Absicherung des sogenannten Tatort von euch. Genau, ja, also die 12 dort ums Leben gekommenen Einwohner, die wurden am Morgen schon durch die Polizei dort verbracht und wir hatten dann die Aufgabe, eben den Tatort zu sichern und mit der Kriminalpolizei zusammen dann da entsprechend dafür zu sorgen, dass eben kein Fremder Zutritt bekommt zu diesem Gebäude. Ja. Ein schöner Moment vielleicht, nachdem ein Leiter eines Seniorenwohnheims zwei Tage um Hilfe gerufen hat, dann mit Hilfe von THW und freiwilligen Helfern und so weiter Bewohner dieses Seniorenwohnheims alle liegend oder immobil dann mit eurer Hilfe geborgen werden konnten. Genau, retten. In dem Fall. War in dem Fall Gott sei Dank retten. Also es war ein Altenheim im Stadtkern von Ahrweiler, das heißt im Altstadtkern von Ahrweiler hinter den Stadtmauern. Insgesamt mit 80-90 Bewohnern. Die meisten konnten vorher schon rausgeholt werden. Das heißt, die Hälfte davon konnte vorher schon rausgeholt werden. Also alles, was mobil war. Und es ging dann die Nacht darum, dass die 40 Immobilien eben rausgeholt werden mussten, sprich mit Holzstühlen, beziehungsweise sogar 7
liegend transportiert werden, mussten davon zwei dann sogar mit notärztlicher Betreuung rausgebracht werden. Sind das die Momente, wo ein ehrenamtlicher Helfer vom THW, vielleicht aber auch die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr sagen, dafür hat sich das ganze Üben für immer gelohnt? Ja, selbstverständlich auf jeden Fall. Also mit jedem Einsatz, den man da fährt, weiß man, okay, da weiß ich endlich, warum ich das mache. Das ist auf jeden Fall so, ja. Vielen Dank. Ja, sehr gerne.